Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was machen wir heute? Heute machen wir eine Schwimmanalyse, eine graue Schwimmanalyse. Und zwar möchte ich dir da heute sagen, grundlegendste Dinge sagen, auf was es meiner Meinung nach beim Schwimmen ankommt. Ich möchte die Bewegung für dich einfacher machen, damit du auch erstens einmal dich nicht ständig damit Gedanken machen musst, das muss ich machen oder das muss ich machen. Und B, du dich wieder auf die wesentlichsten Dinge konzentrieren kannst, und zwar das ist das Wasser und auf die. Und natürlich, was will man alle? Das Ganze leichter haben, das heißt nicht mehr kämpfen und natürlich auch schneller werden. Ja, dazu ist es notwendig, die Sachen wirklich zu verstehen, und da nehme ich mir Zeit. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Ich hoffe, du hast ein bisschen nachsehen mit mir, wenn das ein bisschen länger dauert, aber ich will da wirklich ins Detail gehen, damit auch dir das verständlich wird und vor allem du auch was davon hast. Ja, helfen wird mir dabei einer meiner Superstars, weil er in dem Video die gleichen Challenges hat wie die meisten anderen. Also vielleicht auch du. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir legen einfach los. Vielleicht ist ja das eine oder andere für dich dabei, was du denkst, okay, das Problem habe ich auch. Und vielleicht würdest du heuer mal das erste Mal beim Triathlon starten. Oder du willst beim Schwimmen einfach besser werden, weil wenn du beim Schwimmen besser wirst, verändert sich das ganze Rennen. Das muss einem bewusst sein. Und ja, wen haben wir da? Und da haben wir Christian. Der Christian ist Mitte 50. Anfang 50. Ja, dass ich jetzt kein Blödsinn sage. Ist Hobby-Triathlet, trainiert schon ein paar Jahre, 5 oder 6 Jahre bei mir. Ja. War früher nur Läufer, bis dann ein bisschen ins Radlfahren gekommen, und mittlerweile, wie ich damals seine Trainingskollegen auch gesagt haben, früher oder später landet jeder beim Triathlon. Ja, so ist es eigentlich ihm gegangen. Er schwimmt seit 2 Jahren, 2020 hat er, wie man da angefangen, nicht einmal 100 Meter durchschwimmen können. Letztes Jahr hat er seine erste Mitteldistanz gemacht. Technik ist das Um und Auf beim Schwimmen. Den wenigsten ist es bewusst. Und so ist es aber wirklich. Ja, das heißt, besonders als Hobby-Triathlet kann man meiner Meinung nach, weil man 3 Disziplinen hat, nicht so viel im Wasser verbringen. Ich meine, man kann schon, gell? Aber für mich ist das immer Kosten-Nutzen-Rechnung, und vor allem Physiologie und Herz-Kreislauf-System wird eben mit den anderen 2 Sportarten auch gemacht. Und da braucht man dann nur ein bisschen spezifischer die Muskeln trainieren und vor allem die Technik. Aber wenn man die Technik auch verstanden hat und vor allem ein Bild davon hat, dann ist da schon wirklich viel gemacht. Und ich bin einer, ich mache nicht viel Schwimmübungen. 2, 3, das reicht. Wenn man die gescheit macht und vor allem auch verstanden hat, um was es geht, ja, beim Schwimmen. Ja, also beim Christian war es immer so, da sind wir maximal 2 Mal in der Woche geschwommen und maximal 1 Stunde im Wasser waren wir da. Ich glaube, er ist seine ersten 2 Kilometer durchgeschwommen, sowieso bei der Halbdistanz. Gar nicht schlecht. 43 Minuten, glaube ich, da, was er braucht hat. Also für das, was wir gemacht haben, wirklich, wirklich nicht schlecht. Waren wir beide überrascht. Und ja, wie wird das jetzt ablaufen? Es wird so ablaufen, ich werde das einfach laufen lassen. Dann wirst du mal selber überlegen, was könnt ihr anders machen. Ja, aber du sollst ja auch was mitnehmen aus dem Video und was lernen, wenn du willst. Dann werden wir das Ganze in Slow Motion ablaufen lassen, und dann werde ich meinen Senf dazugeben, wenn das für dich okay ist. Gut. Lassen wir es mal ablaufen. So, da war es. Jetzt gehen wir da nochmal zurück und schauen wir uns das einmal an.
Gut. Als erster fällt mir schon mal auf. Und zwar, was fällt mir auf? Wenn du selber noch dumm überlegen willst, bitte schalt auf Pause. Ja, ganz wichtig. So, und zwar, was mir mal auffällt ist, erstens einmal, da hat ein bisschen ein Rundrücken. Ja, und da hinten ist er weiter mit dem Bob unten als da vorne. Ja, das heißt, da ist er eher oben. Das ist einmal das Erste und das ist einmal das Krumpelbein von den meisten Schwimmern. Ja, und das Problem ist halt dann da, dass hinten, bei da unten kommt ja das Wasser daher. Ja, da kommt das Wasser daher. Dann wird er relativ stark bremst. Ja. Was bei ihm da noch dazu kommt, ist, und zwar, wenn man sich das da so anschaut. Ui, schau dir das an. Da mit den Beinen, gell? Okay, da hat er da hinten einen Fallschirm eingebaut. Das heißt, da kommt das Wasser daher. Und schau, was da bremst wird. Ja, da direkt bei den Beinen. Da stellt er die Fußschaufel auch nochmal auf, zusätzlich. Ja, so das so anschaust. Und da schwenkt er relativ weit aus. Das, natürlich könnte man da jetzt auch mit die Beine da das machen. Okay, tu halt einfach die Haxen da nicht so weit auseinander. Wobei, da, das Problem ist auch da nicht immer dort, was zu sein scheint. Das Problem fängt meistens da vorne schon an. Ja, das heißt, er ist außer Balance. Und Balanceübung, gut ist die Superkick-Übung. Meine Schwimmschüler kennen das. Die machen wir immer bis zum Umfallen. Wo man mal wo das Gleichgewichtssystem, ja, das heißt Zusammenspiel im Kopf, das Gleichgewicht zu sehen mit den ganzen Rezeptoren am Körper und auch mit den Nerven zusammenspielt. Da kann man schon viel machen und vor allem, es kostet sehr wenig Energie. Das ist auf alle Fälle viel, viel weniger, als wenn ich da jetzt da anfange, zum Beispiel da hinten, wo wir da unten waren, gell? Wenn wir uns das so anschauen, wenn wir da hinten unten sind, siehst du, der mit dem Popsch, man kann da dann die Beine anfangen zum Trainieren und da zum Schlagen, damit ich da hinten aufkomme. Und da oben. Aber, oder ich könnte mich einfach da drauflegen. Ohne irgendwas. Ja, zwei Möglichkeiten habe ich. Wenn ich die Beine nämlich dazu verwende, dass ich vorn oben komme und hinten auf, dann ist das eine Energieverschwendung. Und das nächste, was er ist, ich löse damit das Problem nur. Also das Problem löse ich nicht wirklich. Das ist wie wenn du auf der Autobahn fährst, du fängst, das Auto fängt zum Scheppern an und du drehst die Autoradio lauter, so ist das ungefähr. Ja? Das heißt, du bist eigentlich mit dem Gleichgewichtssystem noch immer da hinten, ja? Aber deine Beine gehen halt jetzt mehr. Ne? Ja, kann man machen. Und wie gesagt, das ist nur mein Stil. Gell? Das ist so, wie ich an das Schwimmen herangehe mit meinen Schwimmern. Das ist zum einen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn einer gern schwimmt, bitte haut euch ein, aber dann ist die Technik sowieso gar nicht so schlecht, wenn einer das wirklich gern macht. Ja. Wobei ich sowieso kann irgendwas empfehlen, wenn er es nicht gern tut, by the way. Ja, und das heißt, wenn man da jetzt hat die Beine, da hat es eher so weit ausgeschlagen, ja, das heißt, da kommt dann das Wasser daher und da wird er abgebremst. Was wir machen, ist jetzt nichts anderes wie da das Gleichgewichtssystem trainieren. Superkick, ja, so eine schaut die Superkick-Übung aus, so wie er heute auch schon schwimmt. Ja. Ist auch bei meinem Online-Schwimmkurs. Das verlinke ich da alles unten, falls dich das nicht interessiert. Was da noch dazu kommt, ist, und zwar, auf der Seite ist es gar nicht so schlecht. Wenn du da jetzt zum Beispiel anschaust, der Seiten ist es ein bisschen anders. Siehst du das, was der da macht? Hä? Da siehst du ganz genau. Schau, da geht er auf. Da
Da schaut er nach hinten. Ja, da bringt er so einen Knick rein. Und natürlich, wenn er da aufgeht, geht er wo hinten natürlich. Oh, wie. Genau. Okay. Siehst du, seine Hand geht da um mich, weil sie irgendwie Gleichgewicht halten muss. Ja. So. Was könnt ihr jetzt machen? Ganz einfach. Ihr könnt einfach da vorne umbleiben. Hoppla, eine andere Farbe. Und dass die nicht verwirrt. Einfach da oben bleiben. Ja? Das heißt, der Brustgürtel da, was da mal dumm ist, das bleibt immer da oben. Du bleibst einfach da oben liegen. Ja? Und du schaust da um mich. Einfach in die Waagrechte und nicht nach hinten. Das ist ganz was Entscheidendes, wo du hinschaust. Weil, was er dann so oft dazukommt, ist, da sind die Schwimmer oft so in ihrem Schneckenhaus. Ja? Das heißt, hoppala. Sie denken immer, was sie machen müssen was jetzt kommt und dann kommt jetzt und dann hochkonzentriert. Das haltet die von zwei Dingen ab. Ja? Das eine ist, erstens einmal, in welche Richtung willst du schwimmen? Willst du hintere schwimmen? Oder willst du viere schwimmen? Ich hoffe nicht hintere, sondern viere. Wenn du viere schwimmen willst, sind unsere Gedanken und jede Bewegung, was wir machen, ja, immer in Schwimmrichtung. Ja, das heißt, auch wenn wir da vorne dann den Arm da einsetzen, immer in Schwimmrichtung. Weil das, wenn wir den Arm zum Beispiel da jetzt da haben, den Arm, der was halt da dann vierer kommt, ja, das ist viel, viel weniger Energieverschwendung, desto vierer, ja, als wenn wir uns da nach hinten drücken. Ich weiß, das ist immer ein bisschen eine Denkengeschichte. Alle konzentrieren sich auf den Zug, 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 wobei Zug immer anstrengend ist. Ja? Du kannst dir das so vorstellen, dass du dann, wenn du da vorne mit dem Arm bist und dann mit dem Zug beginnst, dass du dich einfach nur mal da festhaltest an der Welle. Ja? Und einfach einmal deinen Arm vier setzt, einmal deinen Arm vier setzt, ja, und dann wieder dein. Ja, das heißt nichts anderes wie zum Beispiel auch beim Gehen ein Bein vor das andere. Ja, macht das Sinn, wenn ich dir das so erkläre? Und nichts anderes machen wir beim Schwimmen auch, wir halten uns da fest. Da einfach am Wasser festhalten. Das reicht uns einmal. Ja, besonders für die am Anfänger. Wir halten uns da fest und das ist es auch schon. Ja, das ist einmal das eine. Das andere ist, was wir da, wenn wir in dem Schneckenhaus uns da immer in dem Schneckenhaus, was soll man jetzt denken, jetzt muss ich das und das machen. Ja. Wobei, mache ich die Technik richtig, habe ich Schneckenhaus wie zusammengerammt. Wobei, da fällt mir die Geschichte ein, wenn ich so für jedes Mal, wenn mir meine Mutter gesagt hat, ob ich mein Zimmer zusammengerammt habe, einen Euro gekriegt hätte, dann müsste die das jetzt nicht machen. Ob ich das trotzdem machen, weil es lustig ist. Und wenn wir da in unserem Schneckenhaus sind, dann haben wir, das haltet uns nämlich von noch was anderem ab, und zwar ganz was Extremen und ganz was Essentiellen, das ist das Wassergefühl. Das, was da auf unseren Körper trifft, ja, da wir wahrnehmen, das hält uns komplett ab. Ja, nur weil wir halt da immer im Hirnkastel unterwegs sind. Und vor allem, mach dich jetzt nicht fertig und sagst mir, die darf nicht so viel denken und darf nicht so viel denken. Du darfst alles. Ja. Aber mach dich nicht fertig mit dem, ich sage mit der Hirnwichserei. Ja, das bringt dich da nicht weiter. Wichtig ist, wenn du zum Beispiel so eine Analyse anschaust oder Techniken, einmal verstehst, um was geht es da eigentlich und ein Bild hast. Wie du da hinkommst, das brauchst du gar nicht einmal überlegen. Ja. Sondern einfach nur mal wie schaut das aus? Gar nicht, wie es das umsetzt, sondern das kommt dann schon daher. Ja, aber wichtig ist, dass du mal ein Bild hast und vor allem auch wichtig, dass du das verstehst. Bei Fragen kannst du mir jederzeit schreiben oder anrufen oder was auch immer. Ja?
So. Das ist einmal das eine, was da mir jetzt noch auffällt ist, und zwar, wenn du da schaust, was ein Handerl ist, gell? Das geht da um und dann da auf wie zur Wasseroberfläche. Ja. Besser war es, wenn es da vierer gehen tät. Und zwar so. Damit du es da besser siehst. Gell? 10 bis 15 cm. Schau, der macht ja gar nicht, was ich will. Nicht der Einzige. 10 bis 15 cm da unter Wasser. Okay? Schau. Ich hoffe, du verzeihst mir da ein bisschen. Wieso ist das wichtig? Wenn du das Ganze jetzt aufstellen tust und das ganze Bild um 180 Grad, kannst du dir das so vorstellen, wenn du deine Hand oben ist, an der Wasseroberfläche, da musst du erst einmal da hinten den Widerstand überwinden. Ja? Und es ist ungefähr so, wenn du dir da jetzt vorstellst, wie wenn du da jetzt einen Tierstock hättest und du greifst auf den Tierstock auf. Ja? Du greifst auf den Tierstock da auf und gehst aber unter den Türstock hinein. Das heißt, du gehst ruhig ein bisschen rein. Dass du so 10, 15 cm unten drinnen bist. Ja? Und jetzt versuchst du einfach einmal dort aufzuziehen. Ja? Wenn du das nicht zusammenbringst und du so einen schmalen Tierstock hast, dann kannst du dir das auch vorstellen, wie wenn das der Beckenrand ist. Du tauchst unter und hast deine gerade Hand und du darfst aber nicht da an der Mauer jetzt sein, sondern in der Mauer drinnen. Das heißt, du hättest da schon mit 10, 15 cm, dass du da überwindest. Kannst du mir folgen? Ja, das heißt, du musst einmal die 10, 15 cm überwinden und dann erst kommst du in die Kontrolle rein. Ja, vorher, das ist alles nur so out of control. Ja. Viele sagen, okay, dann geht das beim Zug an. Das mag durchaus sein. Ich sehe das aber, dass das einfach so anstrengend ist, dass das einfach nicht dafür steht. Ja. Und wir könnten aber auch eins aus dem Beckenrand steigen oder auf den Tierstock auf, indem wir einfach den vor uns haben. Das heißt, wir greifen einfach gerade auf. Ja. Der Tierstock ist ungefähr bei der Vorderfront von unserem Körper, ja, so wie wenn wir heute halt da eine Mauer hätten, so wie beim Schwimmbecken. Und dann machen wir gleich den Zug. Was ist leichter? Ja. Und ich bin immer so, mach die Dinge leicht und einfach. Ja. Aber entscheid selber, vielleicht probierst du sogar aus, noch besser. Weil wichtig ist auch die Erfahrung zu machen. Und wenn wir jetzt unter diesen, wenn wir da jetzt den Zug oder von Haus aus da fahren, wenn wir da mit dem Handerl, schau, wenn wir da dann so kommen und da dann einstechen, gleich direkt da unterhalb eine 10 bis 15 cm unter der Wasser, dass wir das schon mal anvisieren, ja, und nicht an der Wasseroberfläche bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, probier es mal aus im Wasser. Und wichtig ist auch das Aktive noch vor. Ja? Das Aktive noch vor. Immer noch vor, noch vor, noch vor, wo wir uns ja bewegen. Gut. Das wäre es jetzt. Warte mal. Schauen wir, ob wir da noch was haben. Das Timing passt mir auch nicht ganz. Das mit auf der Seite ist es besser. Da habe ich noch was gesehen, und zwar das Timing. Ja. Ich bin also ein Fan vom Frontquadrantschwimmen. Das heißt, wenn der äußere Arm einsetzt, dass der andere, so wie in dem Fall jetzt, dass der andere so 30 bis 40 Grad, ist ein bisschen zu flach, so 30 bis 40 Grad nach unten zackt, wenn der da oben einsetzt. Okay? Aber was macht in dem Fall der Christian? Der Christian macht jetzt schon her, der fällt schon ab. Der fällt schon ab. Ja.
Wie kann man das Timing jetzt machen? Und zwar kannst du merken, wenn du da auf Schulterhöhe bist, ja, wenn du da auf Schulterhöhe bist mit dem Handel, beziehungsweise mit dem Ellbogen, ja, lieber weiß man, wenn er da und am Abi hängen lässt, dann ist der andere Arm, schaut noch immer noch vor. Und erst jetzt, wenn der auf Schulterhöhe ist, jetzt fängt er an mit der Abwärtsbewegung. Hoppala. Mit der Abwärtsbewegung da. Ja, so lang bleibt er einfach gerade vorne liegen. Aber wenn du das genauer anschaust, wirst du jetzt sagen, schaut die Hand schaut die da auf. Du hast schon recht. Das heißt, geht da vierer. Ja, erst dann beginnt der. Und zwar leiten wir das mit der Rotation vom Becken ein. Das heißt, so lange bleiben wir auf der Seite und dann fangen wir mit der Rotation auf die andere Seite nochmal an und nehmen dabei das Handel mit. Ja? Weil da hilft uns das Becken, unsere Hand nach hinten zu ziehen. Ja? Da tue ich mir jetzt schwer, das dir zu sagen, weil da gibt es eine Übung auf dem Land, da ist auch mein Schwimmkurs drinnen. Ja, da zeige ich dir das. Beziehungsweise kannst du dich einfach gerade hinstellen, noch vorbeugen und dann einmal probieren und vorn soll dich einfach wer halten in deiner Hand, beziehungsweise deine Schwimmhand soll einfach vorn wer halten und dann versuchst du mal einfach so herzuziehen und dann versuchst du mal mit Rotation, das heißt, du fängst mit der Rotation im Becken an, nach hinten und nimmst dabei deine Hand mit. Ja, und dann sagst du mir, was leichter ist. Mach das ruhig einmal. Und genauso kann man das im Wasser auch machen. Und so hängt das Ganze zusammen. Ja? Gut. Siehst du, er hebt sich da drüber. Siehst du das? Schau. Da hebt er sie jetzt da. Das ist ganz interessant. Da hebt er sie jetzt da. Da drüber. Und was ist, wenn er sie da drüber hebt? Schau. Geht er auch da wieder auf. Geht er da wieder auf? Und was ist, wenn er da aufgeht? Geht er hinten wieder was? Genau, Ovi. Okay. Statt dass er einfach immer, egal was passiert, da oben bleibt. Brustbein. Warte mal, das ist schöner für dich. Da am Brustbein oben bleibt. Okay. Gut, das ist einmal so die draußen die Aufnahme aus dem Wasser. Jetzt möchte ich mit dir noch die Unterwasseraufnahme machen vom Christian, wenn man da einiges sieht. So, da sind wir jetzt bei der Unterwasseraufnahme. Jetzt schauen wir das Ganze nochmal an, dann in Slow Motion. Du kannst ja dann auf Pause, ne, du legst dir selber ein bisschen durch, was würdest du anders machen. Ja, schauen wir uns das einmal an. Schauen wir es nochmal in Slow Motion an. Gut, so. Was fällt uns da einmal auf? Erstens nehmen wir mal das hier. Ja. Da sehen wir schon mal. Schau. Wo ist er da mein Schwerpunkt? Weil das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Da hebt er sich so drüber aus. Da nimmt er kompletten Druck weg und da hinten plumpst er dann runter. Ja. Klar, es wäre es, wenn er, egal was passiert, immer da oben bleiben tät. Brustbein Richtung Beckenboden. Vom Schwimmbecken. Da siehst du, schau, da setzt er, da haben wir genau das Timing-Problem, was ich vorher gesagt habe, siehst du, da setzt er da oben ein und da ist er da mit dem Arm schon da hinten. Ja. Bitte, es gibt da die unterschiedlichsten Schwimmstile
und Ansichten. Ich bringe dir da nur das, was für mich in den letzten Jahren am besten funktioniert hat und vor allem, ich bin ein Fan davon, die Dinge einfach zu machen und einer natürlichen Bewegung ähnlich zu machen. Ja? Und da brauchen wir nicht viel. Vor allem, wenn du so ein Hobbyathlet bist, ist die Technik das Um und Auf. Und probier das einfach selber aus, was für dich am besten passt, weil es gibt nur einen richtigen Experten für dich. Und das bist du selber. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, bitte, wenn du die Sachen übst, weg mit deiner Uhr. Ja, da gibt es Leute eben, dann schwimmen sie zum Beckenrand, dann tun sie wieder abstoppen. Die Uhr, ja, hat eine untergeordnete Rolle. Vor allem für dich jetzt im Schwimmtraining. Untergeordnete. Du bist der Chef, die Uhr ist nur, wenn du zum Beispiel so jemanden wie mich irgendwo hast, wo ich halt die Daten dann gern habe, aber den Geschichten, weil ich halt nicht immer dabei sein kann. Und aber für die selber das Wichtigste, Technik. Technik, Technik, Technik. Ja. Und Ausdauer kommt durch Üben. Ganz einfache Geschichte. Das heißt, dein Kopf oder dein Denken ist zum einen einmal nie in deinem Schneckenhaus. Ja. Und zum anderen auch nicht da hinten, sondern immer in Schwimmrichtung. Und dein Wassergefühl. Gell? Ganz was Wichtiges. Deswegen haben auch oft Frauen einen Vorteil beim Schwimmen, weil sie ein bisschen mehr Gefühl für das Ganze haben. Ja? Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. So, das heißt Timing-Geschichte und vor allem da auch oben bleiben. Okay? Was haben wir da noch? Schauen wir mal. Das tun wir mal weg. Siehst du, da kommt er gar nicht einmal in eine Streckung rein. Siehst du, in eine schöne Streckung kommt er da gar nicht rein. Sondern da ist er so zick, zick und dann wieder da. Okay? Lass dir Zeit zum Strecken. Nimm dir vor allem die Zeit. Siehst du, da ist auch schon wieder mein Timing, gell? Siehst du das? Da setzt er da oben wieder ein. Und dann ist er mit dem Arm schon wieder da hinten. Wo haben wir gesagt, wenn er da oben einsetzt? Also jetzt habe ich die verkehrte Farbe, nicht, dass du beim nächsten Mal an der Ampel bei grün stehen bleibst und bei rot fährst. Deswegen, Glas war's, wenn er da oben einsetzt, so 30 bis 40 Grad nach unten. Ja? Und beziehungsweise, und bis dorthin, ist der Arm immer oben, 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 wenn wir das jetzt so hernehmen, ja, wenn er jetzt, angenommen, er hätte es jetzt schon gestreckt, wäre jetzt oben, 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 dann kommt er auf Schulterhöhe, und jetzt war er, ja, jetzt setzt er da ein, und jetzt war der Arm ungefähr 30 bis 40 Grad nach unten. Ja? Okay, macht das Sinn, wenn ich dir das so erkläre? Gut. Bei den Beineproblemen, riesiges hat er Anfang des Jahres auch noch gehabt, der Christian. Ja, wie gesagt, das ist eher ein Problem von den Geschichten, was da vorne sind, was ich da hinten sehe. Natürlich, da sehe ich her wieder, siehst du, da wird wieder gebremst, gell, wenn das Wasser daherkommt, wird da. Wenn du das anschaust da hinten, gell? Klasse war es, wenn es so war. Da ist dasselbe auf der anderen Seite drüben, wenn du das anschaust. Ja. Aber wenn man da vorne das Gleichgewicht trainiert, dann hat man da hinten schon mal viel gemacht. Ja. So. Was haben wir da noch? Jetzt schauen wir uns noch an, und zwar. Du siehst da, da drückt er jetzt, siehst du, was er nicht macht, Rotation. Weil eigentlich wäre Folgendes, wenn er da, so wie jetzt, da mit dem Zug anfangen würde, ja, würden wir mit der Rotation, hoppala, verkehrt,
mit der Rotation in der Hüfte anfangen und da, das kannst du dir vorstellen wie so ein Gummiband, den Arm dann nach hinten bringen. Wobei wir wollen uns da vorne ja festhalten, ja, nicht nach hinten bringen. Und wenn wir das machen, das heißt mit der Rotation von der Hüfte da den Zug machen, ja, wie ein Gummibandel kannst du dir das vorstellen. Und bis dorthin bleiben wir in der, dann ist das viel, viel leichter. Ja? Und bis dorthin bleiben wir in der Position. Ja? Das heißt nichts anderes. Siehst du, da macht er alles aus der Schulter raus. Ja? Und vor allem fast gestreckt. Die Übung kannst du machen, auch mit dem Gestrecktsein da. Das gleiche, was wir vorher mit dem Beckenrand gemacht haben, dass du raussteigst, probier das einmal wirklich mit einer gestreckten Hand zu machen. Das heißt, du gehst wirklich ein bisschen weiter hintere. Schon, dass du hast mit den Beinen, dass du ein bisschen an der Wasseroberfläche bleibst. Das heißt, wirklich ausgestreckte Hand und dann versuchst du dich noch umzustützen oder wenn du das vor deinem Körper machst, weiter neben. Und nichts anderes ist es im Wasser auch. Das heißt, das sind ganz einfache Hebelgesetze, was da kommen und auch, was noch dazu kommt, physiologische Sachen, Biomechanik beim Körper, wo wir das leicht und einfach machen wollen. Ja? Und das Gute an dem Ganzen, wenn man, das fällt mir auch gerade ein, wenn wir uns mehr auf die Bewegung noch vorkonzentrieren, ja, und immer auch noch vorkonzentrieren, passiert auch Folgendes, und zwar, wir kriegen da hinten weniger Stress rein, da dann. Viele machen dann, vielleicht gehörst du ja dazu, da strecken sie dann extrem die Hand, ja, und haben dann einen Stress, also das Jo scheint da hinten noch beschleunigen, haben dann einen Stress, dass du hinten dann wieder den Arm einfach locker machen, beziehungsweise sind sie dann mit dem steifen Arm oft, dann bringen sie die Hand so noch vor. Okay? Anstatt einfach das entspannt fertig zu machen, ja, und dann den Ellbogen nach oben zu bringen und der Unterarm hängt noch oben. Ich hoffe, du kennst jetzt bei der Zeichnung noch aus, damit das weg, damit du ein bisschen besser auskennst. Das heißt, sobald du dann da bist, ja, ziehst du einfach deinen Ellbogen und deinen Unterarm lässt dann locker und bringst deinen Ellbogen noch vor. Denk mehr mit dem Ellbogen, was das angeht. Ja, den Tipp gebe ich dir. Und dann haben wir da viel weniger Stress drinnen, weil wir haben nur ein gewisses Zeitfenster, dass wir da das Ganze wirklich noch vorbringen. Ja. Und je angespannter wir, wenn wir schon falsch mit der Bewegung da hinten anfangen, das heißt, wenn wir da hinten schon so ganz steif machen, manche sogar spritzen da das Wasser noch auf die andere Seite um mich, ja? Je mehr Stress wir da haben, und je angespannter, dass wir sind, desto mehr Stress haben wir dann auf Viere und meistens ist es dann mit einem steifen Arm verbunden, ja? Und das ist suboptimal. Das ist viel, viel entspannter und viel stressfreier, wenn ich da dann einfach meinen Ölbogen denke. Ja? Das heißt, wir denken da meinen Ölbogen und bringen den auch noch vor. Okay? Das ist einmal so das. Gut, und wie gesagt, wenn wir uns den einen Gürtel da noch anschauen, das möchte ich jetzt noch ganz entscheidend machen, ist immer eins. Schau, da ist auch wieder oben. Okay? Siehst du, da schaut er da nach hinten und da ist wieder oben mit dem Schwerpunkt, was passiert hinten? Natürlich geht er oben. Viel gescheiter war, immer da oben bleiben. Hoppala, das machen wir wieder grün, gell, damit du dich besser auskennst. Immer da oben bleiben. Das ist egal, was passiert. Und zwar jetzt nicht da, wir nehmen da als Verlängerung vom Brustbein. Das zeichnen wir da jetzt so ein, siehst du? Und wenn wir uns da auf die Seiten drehen, dann sind wir immer da oben, egal was passiert. Ja, wenn wir auf der anderen Seite sind, dann sind wir auch da oben. Immer so schräg
nach unten. Das ist unsere Gürtellinie da, an der wir uns orientieren und die immer, wo wir immer unser Gewicht oben halten. Ein kleiner Exkurs. Wieso ist das so wichtig, dass wir zum einen da vorne oben sind und da die Hand so 10 bis 15 cm unter Wasser nach vorn strecken. Wieso ist das so wichtig? Du kannst dir Folgendes vorstellen, und zwar, wir sind wie eine Wippe im Wasser. Ja? Da ist der Drehpunkt, da ungefähr, ja? Da ist der Drehpunkt. Und da ist die ganze Wippe. So sind wir im Wasser. Du kannst dich dann das sicher noch erinnern, wie es noch klein warst und am Kinderspielplatz, wo du umgespielt hast. Ja? Da ist halt immer der eine Ovi, ne? Da ist immer der eine Ovi und der andere ist Aufi. Ja? Das geht nur, wenn der eine aufgeht, geht der andere oben, beziehungsweise wenn alle gleich schwer sind, dann steigen sie natürlich in der Waagrechten. Ja. Und das kann man dementsprechend dann noch verändern, wenn beide gleich schwer sind, mit den Hebeln. Ja. Das heißt, mit den Hebeln. Und je länger der Hebel da oder vor geht, desto besser gehen wir in welche Richtung da vorne? Nach unten. Machen wir das dann noch einmal. Das heißt, je länger der Viere, desto besser gehen wir da nach unten. Wenn wir da mit der Hand da unten sind, 10 bis 15 cm unter Wasser in dem Bereich, ja, dann sind wir hinten, gehen wir dann auch wohin? Genau, nach oben. Das ist auch das. Das heißt, Hebel verlängern und da vorne erstens die Hand schön unten halten und da auch immer drauf bleiben. Ja, dann verändere ich. Da verändere ich das Gewicht, da vorne verändere ich auch das Gewicht, beziehungsweise mit der Länge bringe ich da zusätzlich Kraft drauf, weil was wollen wir ja da hinten, die meisten von uns am Hintergestell sind, wir wollen da auf. Ja, dann sind wir mit den Beinchen da und dann haben wir schon mal das meiste im Schwimmen gemacht, das andere ist dann nur mehr Kosmetik. Okay, und das machen wir mit Gleichgewichtsübungen, Superkick zum Beispiel. Bietet sich der Superman oder die Superman-Übung, die Hai-Übung, so. Ja, das nur, wieso das so wichtig ist, was wir da machen. Okay? Und wenn du das beherzigst, hast du echt schon viel gemacht und alles andere ist wirklich easy, das ist nur mal Kosmetik. Und wie gesagt, da, die Übungen sind nicht viel Übungen und vor allem auch die Übungen mit Hirn, ja. Mach's echt mit Hirn. Und was da guter Gradmesser auch ist für deinen Zug, ja, weil Geschwindigkeit ist Zuglänge mal Zugfrequenz, ganz einfache Geschichte, ja. Und man kann das natürlich über die Frequenz auch machen, aber wie gesagt, für mich ist das immer Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich will immer das über eine Schwimmbewegung machen, ja, über leichte Schwimmbewegung. Und dann haben wir das auch schon. Gut. Wichtig ist eins, alles easy. Kein Stress. Ja. Du beobachten, was da so passiert, mit den Bildern, was du vielleicht jetzt auch von mir mitgekriegt hast. Ja. Nichts zu zwingen. Das Wasser ist immer dein Freund, merkt er das. Das meint es nicht besser mit dir. Das ist wie ein Haustier. Wenn du es gut behandelst und nicht trischt, ja, dann behandelt es dich auch gut, dann unterstützt es dich sogar dabei. Ja. Und in diesem Sinne, bevor ich mich verabschiede, halt mir noch ein. Züge zählen. Züge zählen über Länge. Das ist immer so ein Gradmesser auch für deine Technik. Ja. Und da geht es jetzt nicht so darum, das Ganze jetzt so auszuverzögern, dass ich da dann einen Abschlag schwimme. Ja. Das heißt, dass ich die Hände vorne immer treffen. Ja, nicht, das meine ich nicht damit. Nein, wir wissen eh schon, wenn vorne die Hand einsetzt, dann ist unten dieser 30, 40 Grad unten. Sondern wirklich normal schwimmen und je weniger Züge natürlich brauche ich über die Länge,
Das kannst du immer so als Gradmesser nehmen, desto besser ist es. Natürlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist die Frequenz eine andere, ist die Zugzahl eine andere. Und je weniger du da brauchst, umso besser ist es. Vor allem beobachte immer wieder, wenn du zum Beispiel so Dauerschwimmen machst, ja, was die Längen, dann so, also sie noch 100 Meter oder noch 200 Meter, einfach kontrollierst, passen meine Züge noch, ja. Und da immer beobachten, nichts erzwingen. Ganz was Entscheidendes. Es hat ja jeder unterschiedliche Ansichten, auch beim Kraulschwimmen. Das ist so mein Zugang, ja. Weil raufkommen bin, wenn die Leute ein Bild davon haben und wissen, um was es selber geht, ich möchte den Leuten wieder die Eigenverantwortung zurückgeben. Ja, das heißt, aber dass das wieder selber korrigieren können, wo es schwimmen, dass nicht jedes Mal jemand nebenstehen muss oder auch genauso immer auf die Uhr schauen und sagen, das ist der Chef und jetzt muss ich das und das schwimmen. Weil, wenn die Dinge einfach sind, dann habe ich wieder viel mehr Zeit und viel mehr Gefühl dafür, für das, was so um mich passiert. Was so eines der schönsten Elemente, in dem man sich bewegen kann, wenn nicht das Schönste, die ich hopf selber noch gern ins See oder ins Meer für ein paar Züge, weil es einfach herrlich ist, entspannend ist und schön ist. Gut, Spaßfreund, ich hoffe, dir ist wieder was dabei. Wie gesagt, die Links gibt es unten, wenn dich was näher interessiert. Beziehungsweise kannst du mir auch dein Schwimmen schicken. Jederzeit. Ich schaue mir das gerne an. Den Link gibt es auch unten. Gut. Und in diesem Sinne, geh jetzt Gassi. Viel Spaß beim Schwimmen und beim Üben. Gut, Sportfreund. Bei Fragen jederzeit. Tschüss, Baba.